Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Klassiker und Raritäten. Und die widmet sich heute ja einem besonders feierlichen Ereignis. Denn ja, am 12. Juli 1965 meldete Michael Verhoeven, damals bereits erfolgreicher Schauspieler, junger Arzt und ambitionierter Regisseur und Produzent, zusammen mit seiner Frau Senta Berger, zu der Zeit auch schon ein internationaler Weltstar, die Sentana-Film als Gewerbe an. Ihre Werke haben Kino- und Fernsehgeschichte geschrieben, das kann man so sagen. Und ja, in diesen 50 Jahren sind viele, viele Produktionen zusammengekommen. Von Kinoklassikern wie Das schreckliche Mädchen, Die weiße Rose oder Mutters Courage, über beliebte Fernsehformate, zu nennen ist da sicher die schnelle Gerdi mit Senta Berger, über eindrucksvolle und eindringliche Dokumentarfilme. Da möchte ich ganz besonders Menschliches Versagen nennen, den wir nächste Woche am Dienstag zeigen, und Die zweite Hinrichtung. Die Bandbreite der Sentana ist enorm, wie Sie daraus schon ablesen können. Und das Besondere dabei ist immer die Haltung gewesen und noch bis heute. Denn jeder einzelne dieser Filme, ja, der zeigt mit jeder Faser und jedem Frame, hier handelt es sich um etwas Relevantes und meist auch eine unbequeme Wahrheit, die dahinter steckt. Das aber, und das ist wirklich ungewöhnlich, immer auch unterhaltsam verpackt, nicht mit dem Zeigefinger. Michael Verhoeven steht mit seiner Sentana wie kaum ein anderer im deutschen Filmgeschehen dafür, dass dieses E und U, von dem alle immer sprechen, also Ernstes und Unterhaltendes, keineswegs immer voneinander getrennt sein muss. Der Erfolg gibt ihm und seiner Produktionsfirma recht. 50 Jahre, das ist eine enorme Zeit, voller Umbrüche und Veränderungen, politisch, filmhistorisch, inhaltlich, als auch technisch und visuell. 50 Jahre, das schaffen die wenigsten. Nur wenn Leidenschaft, ja, sicher auch Unternehmergeist und zugleich ein klarer Kopf mit einigen durchdachten Visionen zusammenkommen und dahinterstehen, dann ist so etwas möglich. Ja, und ein Kino, das schöne Toni und Tonino in Berlin-Weißensee, das betreiben Michael Verhoeven und Senta Berger auch noch. Also wirkliche leidenschaftliche Kämpfer für den Film, für das Kino, das ist außergewöhnlich. Und sag schon mal einen herzlichen Applaus dafür, das lohnt sich sehr, auch mal in dieses Kino zu gehen. Ein Applaus für Michael Verhoeven, wenn Sie mal in Berlin sind. Kommt ja. Ja, in all den aufgewühlten Zeiten, die der deutsche Film in den vergangenen 5 Jahrzehnten erlebt hat, hat der Sentana-Film uns immer wieder mit neuen Impulsen angestachelt, über das bereits Bekannte hinauszudenken und Dinge immer wieder neu zu hinterfragen. Und das ist heute ja wirklich ganz besonders wichtig geworden, wenn man die politischen Ereignisse so sieht. Und das ist auch immer aller Selbstverständnis gewesen von Michael Verhoeven und seiner Sentana. 50 Jahre gibt es die Sentana-Film und ein Ende ist Gott sei Dank nicht in Sicht. Heute werden wir über diese 50 Jahre reden dürfen. Es ist uns eine ganz besondere Ehre. Begrüßen Sie bitte Michael Verhoeven hier vorne bei uns. Genau, unkonventionell weiter, denn wir haben uns gerade vor 3 Wochen getroffen bei den Hofer Filmtagen und da haben wir darüber gesprochen, ja, jetzt haben wir diese Veranstaltung und Sie sind Kinobetreiber, da muss doch eigentlich ein Vorfilm dazu. Das stimmt, ja. Und da haben Sie sich einen ausgesucht, der tatsächlich genau den Anfang der Sentana auch ausmacht, 1969, da waren die Firma 4 Jahre alt. Ja, also wenn ich so in einige Gesichter schaue, sehe ich schon, dass Sie das Prinzip noch kennen sollten, dass zu jedem Langfilm auch ein Kurzfilm lief. Das waren oft furchtbar langweilige Kulturfilme, also für mich damals und so. Aber dann gab es auch eine richtige Kunstform für den kurzen Film. Und dieser Film handelt vom Vietnamkrieg. Sie haben das vielleicht gehört, dass ich 1970 einen Film gemacht habe. Den hat übrigens nicht die Sentana produziert. Das ist ein holländischer Produzent gewesen, Rob Hauer. Der Film heißt Okay und hat damals großes Aufsehen gemacht bei der Berlinale. Und leider ist die Berlinale daran auch zerbrochen. Es war natürlich nicht meine Absicht, nun die Berlinale kaputt zu machen. Ja, aber jedenfalls... Ich war das Jahr davor in Amerika und habe dort als Arzt gearbeitet in Los Angeles. Und da habe ich mich so gewundert, dass meine ärztlichen Kollegen über den Vietnamkrieg, der also von amerikanischer Seite geführt wurde, nichts wussten. Gar nichts.
Und eigentlich haben die sich mehr gewundert über mich. Woher weißt du das? Stimmt das überhaupt? Und wo sag ich, ja, natürlich. Wir sehen jeden Abend in den Nachrichten Szenen aus dem Vietnamkrieg. Aber nicht in Amerika. Hat das niemand gesehen. Weil das waren ja unerfreuliche Bilder. Da haben die Amerikaner nicht so ein Bedürfnis, das zu zeigen. Und dann kam ich nach Deutschland zurück. Und da wurde damals gerade in Paris geplant, etwas, was zum Frieden in diesem Vietnamkrieg führen sollte, nämlich die Pariser Vietnamgespräche. Da sollten also die Kommunisten und die Amerikaner an einem Tisch sitzen und darüber verhandeln, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir diesen Krieg zu einem Ende? Und da haben die aber lange gar nicht darüber gesprochen, wie kann man Frieden in Vietnam erzeugen, sondern sie haben darüber gestritten, monatelang, während dieser mörderische Krieg weiterging und die Menschen gestorben sind jeden Tag, zu Tausenden, haben die darüber gestritten, wie muss der Tisch aussehen, damit wir Amerikaner uns mit den Kommunisten an einen solchen Tisch setzen. Und die Kommunisten haben auch gesagt, mit den Amerikanern an irgendeinen Tisch, der muss eine bestimmte Form haben. So. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich auch noch ein paar Vorschläge. Und dieser Film heißt Tische. Ja, schauen wir Genau, uns den jetzt an, den schauen wir oder? uns jetzt an und danach setzen wir uns an diesen Tisch. Viel Okay. Vergnügen, 10 Minuten sehen wir uns wieder. Ein Applaus, Michael Verhoeven, Dankeschön. Welche Form hatten die Tische denn am Ende? Ja, sie hatten am Ende, waren sie doch ungefähr quadratisch ausgelegt, aber so wie auch schon bei den Vorgesprächen, sehr weit weg vom Feind. Ja, das war offensichtlich die Botschaft. Und ich meine, die Bilder heute sind diese Bilder, das habe ich jetzt auch eben gesehen, die kennt man alle. Aber damals, 69, kannte man die nicht. Und in Amerika kennt man die bis heute nicht. Ja? Die Amerikaner haben ja dann den Begriff erfunden, Embedded Journalism, also die Journalisten sollen nicht etwa selber Beobachtungen machen, sondern die sind eingebettet. Und deswegen hat man auch im Irakkrieg sowas auch nicht mehr sehen können außerhalb Amerikas, sondern da war dann der Abwurf einer Bombe, das war in der Nacht und das war dann nur so ein grüner Lichtpunkt, haben Sie bestimmt, wissen Sie bestimmt noch, das waren die schlimmsten Sachen. Ich war ja in Amerika, ich habe ja erzählt, dass ich da im Krankenhaus gearbeitet habe und da sah man natürlich auch Bilder aus dem Vietnamkrieg, das waren Ordensverleihungen, das waren Eröffnungen von Krankenhäusern und so. Also da konnte jeder sagen, naja, das kann so schlimm nicht sein, ja. Bevor wir auf die Sintana zu sprechen Ja, kommen, ja. Sie haben es vorhin schon gesagt, Okay kam danach, nicht von der Sintana, aber das ist natürlich ein Film, der sich noch viel intensiver mit diesen Problematiken des Vietnamkriegs auseinandersetzt. Und Sie haben gesagt, die Berlinale ist auseinandergebrochen, die Jury hatte sich zerstritten, so war das damals. Und dann konnte der Wettbewerb nicht weiter ausgetragen werden. Da habe ich mich gefragt, Ihre Firma war 5 Jahre alt, Sie haben seit ein paar Jahren angefangen, Filme als Regisseur zu machen. Das muss doch unglaubliche Konsequenzen für einen selber gehabt haben. Oder man macht sich ja wahnsinnige Gedanken, wie kann es da mit mir überhaupt noch weitergehen nach so einem Skandal, den es damals gab. Ja, also das wird ja heute ganz, ganz anders interpretiert, als es damals war. Es war die Geburtsstunde, es war die Nee, Geburtsstunde Sie können ein bisschen Abstand lassen, weil es sonst ploppt. einer, also gut, einer moderneren Form der Berlinale. Ja, heute gibt es das Forum des neuen Films. Das ist deshalb entstanden, weil die Leiter der Berlinale gehen mussten. Ja, also was man sagen kann, der Film hat also jetzt nicht nur in politischer Hinsicht was bewirkt, sondern auch in kultureller für die Stadt Berlin. Also, und das ist schon ein Fortschritt, weil Sie müssen sich so denken, es war bei dieser Berlinale, wie sie damals war, nicht möglich, aus den osteuropäischen Ländern einen Film zu zeigen. Das passte einfach nicht ins Credo. Und so, mein Film wurde als anti-amerikanisch interpretiert, was er aber gar nicht war, sondern auch nicht sein sollte. Ich hatte einen Bericht im Spiegel gelesen über ein Vorkommnis in Vietnam. Da haben fünf GIs
in der Gefechtspause über Ostern, wo sie sich gelangweilt haben, weil nichts passiert ist, haben sie ein südvietnamesisches Mädchen abgefangen und hatten auch gar noch nicht toll was vor mit ihr, aber jedenfalls haben sie sich mit ihr gespielt, wie man das in Bayern sagt. Ja. Und am Ende war sie halt tot und alle hatten sie vergewaltigt. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja eigentlich Material für ein Theaterstück. 5 Leute und dieses Mädchen. Und habe ein Stück geschrieben. Und damals war ich im Clinch mit meinem Produzenten Rob Hauer, für den ich schon 3 Filme gemacht hatte. Und das sollte jetzt immer so weitergehen. Er hatte auch mit Schlöndorff und mit anderen, hat er so Verträge. Er hat so dieses, er war ein sehr wohlhabender Mensch, der sich das leisten konnte. Er wollte den amerikanischen Studiofilm einführen. Deswegen hat er gleich so langfristige Verträge mit Regisseuren gemacht, die ihn interessiert haben. Und dann kam er mit einem Drehbuch, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht. Tja, musst du mal sehen, du liest mal deinen Vertrag durch und so. Da habe ich gesagt, dann werde ich krank, ich mache den nicht. Und dann habe ich gesagt, guck mal, ich habe ein Theaterstück geschrieben. Ist eigentlich erstmal kein Film, aber lies es mal. Und so ist dann Okay entstanden als Film. Und wir haben im März gedreht und im Juli lief er auf der Berlinale. Wahnsinn. So war das möglich damals. Heute ist die Berlinale sowieso im Winter, ja, was gut ist, weil dadurch die Filme nicht erst nach Cannes gehen, sondern erst nach Berlin. Und inzwischen gibt es ja auch das Kiez-Kino, wo sogar Ihr Kino dann mit dabei ist. Ja, die Berlinale geht seit ein paar Jahren auch so in den sogenannten Kiez und rollt da den roten Teppich aus und zeigt dann da Filme. Und die sind immer bei mir im Kino Toni in Weißensee, das ein wirklich historisch bedeutsames Kino ist aus dem Jahr 1919. Ja. Und also ich schätze mich glücklich, dass ich dieses Kino habe. Das dürfen Sie auch wahrlich, das ist ein wirklich schönes Kino. 1965 haben Sie die Sentana gegründet. Und das war mitten in der Hochphase des neuen deutschen Films, kurz nach dem Oberhausener Manifest. Und da gab es diesen gesellschaftlichen Konflikt. Papas Kino ist tot, war der Schlachtruf. Ja, und dann drehen Sie Ihren ersten Film, Paarung, und die Hauptrolle spielt Ihr Vater, Paul Verhoeven. Wie erklärt sich das denn? Auf den ersten Blick wundert man sich da ja. Ja, ich komme halt aus einer Theaterfamilie und ich habe mir sowieso etwas sehr Anachronistisches ausgesucht. Ich habe ein Stück aus dem Jahr 1900 verfilmt, ein Theaterstück von Strindberg, das heißt Totentanz. Ja, wahrscheinlich haben Sie es alle schon mal auf einer Bühne gesehen, ein sehr viel gespieltes Stück. Und da geht es um ein altes Ehepaar, die Lili Palmer spielte die Frau, mein Vater spielte den Mann dazu, die sich verstricken in einer Lebenslüge. Weil sie haben ihre Vergangenheit, was sie eigentlich sind, was sie geworden sind in ihrem Leben, vollkommen umgedeutet. Ja? Um sich darzustellen als den interessanteren, wichtigeren Menschen in dieser Beziehung zwischen einem Ehepaar. Und für mich war das einfach ein Gleichnis der Lebenslüge. Und das war etwas, was ich selber erlebt hatte, in der Nachkriegszeit, wo auch die Menschen ihr Leben und was so passiert ist, umgedeutet haben, umgedichtet haben, wo sie sich nicht mehr erinnern konnten oder falsch erinnert haben. Und irgendwie, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, um gut dazustehen nach dem Krieg. Also ich habe das als Gleichnis gesehen und das war auch eigentlich, war schön, ja. Das haben Sie auf einer Hallig gedreht, habe ich gelesen. Habe ich auf einer Hallig gedreht? Ja, wir waren in Schottland und England und Irland und Dänemark und haben das gesucht, was der Strindberg beschrieben hat, wie das aussehen soll. Ja, haben aber nirgendwo gefunden und dann aus Verzweiflung sind wir dann auf die Hallig Langeneß gegangen. Das ist ganz interessant, weil diese Hallig liegt unter dem Meeresspiegel. Und da, wo ein Haus drauf gebaut wird, müssen Sie erstmal einen Hügel aufwerfen, die Warft. Ja. Und das fand ich toll, weil wir waren direkt am Meer. Das hat Strindberg auch beschrieben als Schwede. Aber da soll dann noch ein Gefängnisbau daneben stehen. Also nicht zu finden. Am ehesten haben wir noch es gefunden in Irland, muss ich sagen.
Aber da ich die Lili Palmer schon kennengelernt hatte, habe ich gesagt, nee, das geht nicht, weil hier weht immer ein Wind. Und das, kein Maskenbildner kann dagegen an. Und da wird die Palmer immer wieder wegrennen vor einen großen Spiegel und mit dem Föhn und so. Habe ich gesehen, nein, das klappt nicht. Eine tolle Frau, aber das wird nicht klappen. Da haben wir es dort gemacht. Das war ganz, ganz großartig. Ja. Ja, Da gibt es kein Hotel zum Beispiel auf dieser Hallig. Heute sicher, aber damals nicht. Sie haben, ich habe mir den Film nochmal angeschaut und das ist Ach, unglaublich. Ja, den gibt es komm. ja dankenswerterweise auch inzwischen auf DVD. Das beginnt, man sieht Paul Verhoeven, ihren Vater, in Großaufnahme in so einem Sepia-Ton, nicht schwarz-weiß, aber da sitzt er und guckt so dämonisch in die Kamera mit seinem kahlen Schädel auch. Und auf der anderen Seite sitzt Lili Palmer immer im Gegenschnitt. Beide schauen immer nur frontal in die Kamera und er bittet sie dann darum, ja, dass sie ihm was vorspielt, aber sie will nicht. Und innerhalb dieser noch nicht mal Minute zeigt dieser Film schon, worum es ihnen eigentlich geht im Rest des Films. Das ist also dafür, dass das der allererste, die als erste Regiearbeit war, unglaublich präzise bereits und unglaublich auf den Punkt und noch dazu mit solchen Stars. Wie hatten Sie sich vorher schon die Regieführung von ihm abgeguckt oder wollten Sie sich bewusst distanzieren? Wie sind Sie da vorgegangen? Es gab ja keine Filmhochschulen zu Genau. der Zeit und so war meine Art als Schauspieler, mich umzugucken und umzuhören. Ja, ich war ja ein junger Bursche, ich habe mit 13 angefangen und habe ja mit den tollsten Leuten zusammengearbeitet. Ich habe zwei Filme gemacht unter der Regie von Kreutner, das ist schon ein Glück. Ja? Oder einen Film, einen französischen Film unter der Regie von Duvivier, kennt man hier nicht so richtig. Man weiß, er hat die Don Camillo und Peppone-Filme gemacht, aber ein ganz großartiger Mensch und Mann. Und ich habe halt immer gedacht, ich muss sehr aufpassen, was reden die? Was sagt ein Regisseur einem Kameramann? Ja, die haben ja auch nicht so laut gesprochen, da musste ich schon die Ohren spitzen. Und so, was sagt er zu uns, zu den Schauspielern und so? Und das ist natürlich auch eine Schule, ja, auf eine Art. Dann, was mir aufgefallen ist, in vielen Ihrer Filme wird es auch mal vor der Kamera gesungen und musiziert. Ach Das ist auch so. schon in Paarungen der Fall. Da ist es sogar so, da sitzt Lili Palmer am Klavier und spielt eine sehr enthusiastische Melodie und ihr Vater spielt da so jemand, der da so eine kleine Show dazu macht und bricht dann dabei zusammen. Da habe ich mir gedacht, wenn man sich dieses Logo anschaut, das Sie da für die Santana gewählt haben, das ist ja schon so eine Ja, Abwandlung von so einem Bassschlüssel. richtig. Die Musik spielt eine große Rolle für Sie, wenn Sie sich für so ein Logo entscheiden. Ja, also ich habe selber dieses großartige Talent nicht, aber mein Vater zum Beispiel, der konnte Klavier spielen, aber er kannte keine Noten. Jetzt habe ich mich natürlich, weil ich Klavierunterricht hatte, ja, ungern, aber ich hatte ihn. Und dann wollte ich natürlich auch das Üben und Lernen und so. Es soll es ja auch irgendwann mal klingen, irgendwie, ja. Und mein Vater setzt sich ans Klavier und spielt einfach. Das hat mich total demoralisiert. Also, deswegen bin ich auch nicht besser geworden, weil ich gedacht habe, ich muss ja immer irgendwie mich an Noten halten, ja, die ich dann auch wieder nicht alle richtig erkannt habe und so. Aber jedenfalls, wenn man sich vorstellt, jemand kennt keine Note, weiß auch nicht, wie das geht, Klavierspielen. Der hat ja keine Ahnung, hat er ja nie eine Stunde, niemand hat ihm das gezeigt. Der setzt sich hin und spielt. Also, das war für uns Kinder furchtbar, weil wir uns so geplagt haben, ja. So, und meine Mutter hatte eine Ausbildung als Opernsängerin. Das war noch ganz anders. Die hat natürlich nur nach Noten gespielt, ja. Aber wenn ich neben der saß und musste üben, dann war ich schon so ganz verkrampft, weil ich gewusst habe, wenn ich mich verspiele, nimmt sie mir es übel. Während ich mich ja einfach nur verspielt habe. Naja, wie auch immer. Also ich bin umgeben gewesen von Menschen, die wirklich in der Musik gelebt haben. Ja. Senta, meine Frau, ist die Tochter eines Wiener Liederkomponisten. So, die hat also auch, die hat mit 5 Jahren oder kleiner noch, hat sie getanzt und mein Schwiegervater hat Klavier gespielt dazu. Ja. Also so war es bei uns überhaupt nicht. So was gab es nicht bei uns. Aber immerhin, so deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass mein Sohn Simon heute zu seinen Filmen, die er macht, so viele hat er noch nicht gemacht, 3 Stück, er selber die Musik macht. Ja. Er hat auch zu meinem Film Mutters Courage, wo er
auch mitspielt, aber nur eine kleinere Rolle, hat er dieses Score, wie man heute sagt, geschrieben, komponiert, ja. Und wir saßen da im Bavaria Musikstudio in München, was das größte Musikstudio ist, vor einem Orchester mit 35 Musikern. Toll, ja. Also das muss ich alles meiner Familie überlassen. Das kann ich alles nicht. So. Da vielleicht noch anschließend Santana, da steckt natürlich der Name Ihrer Frau drin. Wie kam es zu dem Namen von der Firma? Ja, das war eine Hommage. Ich hatte ja, wir waren einfach sehr verliebt und ich dachte, wir machen zusammen Filme und das haben wir ja auch dann gemacht. Und dann soll auch der Name da irgendwie was mit zu tun haben, ja. Und viele Leute haben uns auch übel genommen. Überhaupt war das so, ich hatte nicht so einen leichten Beginn da bei den Jungfilmern Oberhausen und so, weil ich hatte so einen Makel. Erstens, dass ich vom Theater kam. Meine Regiekollegen gehen nicht ins Theater. Das ist heute immer noch so. Ist traurig, aber wahr. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Ist an ihnen vorbeigegangen. Es sind ja auch viele Quereinsteiger, viele Juristen, die dann, also Alexander Kluge, einer unserer besten Jurist, ja. So. Und eigentlich ein Essayist, kein Filmemacher in dem Sinne. Ne? Und da wurde die Arbeitsgemeinschaft gegründet. Das war so eine Kampfgemeinschaft gegen den etablierten Film. Ja. Und da wollten sie mich nicht dabei haben. Ja, ich dachte, ihr seid ja vielleicht blöd. Wollten Sie denn? Ich wollte, ja, weil diese Konzepte, die sie hatten, das begann ja in Oberhausen, fand ich prima und das war notwendig und so. Ja. Und der Makel war, dass ich also diese Familiengeschichte hatte und dass die Senta einen Hollywood-Vertrag hatte und 6 Jahre in Hollywood bei der Columbia Filme gemacht hat. Und Hollywood war sozusagen das Niedrigste, was es gab. Das war das Finsterste. Ja, Hollywood war ein Schimpfwort. Das hat sich auch geändert. So allerhand hat sich geändert. Ja. Ja. Die Arbeitsgemeinschaft gibt es auch nicht mehr. Also traurig, alles traurig. Nein, nein, nicht. Es gab irgendwann aber auch den Punkt, wo Sie gesagt haben, halt, stopp, ich möchte jetzt nicht diesen Werdegang, der mir so vorgezeichnet scheint, als Schauspieler mit dem prominenten Vater und dann irgendwann sein Theater übernehmen, das ist nicht mein Ding. Sie haben sich entschieden, Arzt zu werden und haben das dann auch wirklich voll durchgezogen. War das eine Rebellion dagegen oder war das auch sozusagen wirklich was? Erstmal den eigenen Weg zu finden und dann war irgendwie schon auch klar, ich komme auch wieder zurück. Nee, erstens war das überhaupt nicht klar und zweitens, ich habe es ja nicht als Rebellion empfunden. Vielleicht war es das auch. Aber im Wesentlichen war es, dass mein Vater ein Theater, Privattheater gerade begründen wollte und meine Schwester als Regisseurin und Schauspielerin verpflichtet hat und mich auch als Nachwuchsregisseur damals und Schauspieler. Meine Mutter hat sowieso da gespielt, meine Schwester hat Bühnenbild gemacht, die andere Schwester. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dieser Plan besteht, das Theater ist fast schon gebaut. Es wurde ja von null auf gebaut. Eine Immobilie, die auf Theater hin gebaut werden sollte. Bei den Kammerspielen, um die Ecke von den Kammerspielen, wo mein Vater damals noch Schauspieldirektor war. Aber er wusste ja schon, na, wie sich da befreien und so. Glauben Sie, dass mein Vater mal gesagt hat, hör mal zu, ich habe Folgendes vor? Überhaupt nicht. Das war einfach klar. Der macht da mit. Ja, der wird hier sozusagen mein Nachfolger. Und das hat mich schon gestört. Ja, weil das war auch nicht Nichtachtung von ihm, vielleicht das Gegenteil. Weil er sagte, ja natürlich, wer sonst? Der. Ja, und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mit. Und dann haben wir uns wirklich total getrennt. Familie und ich, das war erst mal 2 Jahre, haben wir gar nicht miteinander gesprochen. Und ich habe da irgendwo dann Medizin studiert und so, weit weg von München. Und dann aber hatte ich ja das Problem, wie zahle ich denn meine Miete? Wie zahle ich denn die Uni? Weil ich konnte ja kein BAföG kriegen, dazu ging es meinen Eltern zu gut. Ja? Wie zahle ich mein Essen? So. Also musste ich weitermachen. Habe ich weitergespielt einfach. Ja? Und habe mir dann halt Urlaub genommen. Also zum Beispiel 73 habe ich in der Kinderchirurgie gearbeitet, ich habe viel Kinderchirurgie gemacht, habe ich irgendwie gut gefunden.
Und das war der Professor, der hat immer siamesische Zwillinge getrennt. Da kamen die aus der ganzen Welt. Ja, da habe ich aber nie assistieren dürfen. Ja, das waren dann immer Ältere. Aber jedenfalls, so. Und da, es war ja so, dass wir in der Regel doch die Operationen gemacht haben, die Studenten. Und aber der Professor hat das Geld eingesteckt. Das ist heute auch nicht mehr so. Aber so war das. Und ich war ja total pleite. Ja, so. Ich habe zwar jeden Tag operiert, wunderbar, aber nie was bekommen. Ne? So. Und jetzt hatte ich noch aus meinen früheren Tagen eine Agentin. Und da habe ich die angerufen und gesagt, ich muss irgendwas machen. Es ist mir vollkommen egal. Ich muss etwas spielen. Ich brauche Geld. Sag ich, ja, du, wie stellst du dir das vor? Und so. Ja. So, und dann hat es aber geklappt. Und meine Partnerin war die Senta Berger. Und wir haben ein Liebespaar gespielt. Film hieß Jack und Jenny. Ja. Und so war ich dann wieder am Haken sozusagen. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und das war natürlich dann auch für die Familie toll. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen, das ist super als Eigenschaft, die ich als Arzt erlernt habe und die ich jetzt im Regieberuf gut gebrauchen kann? Also, ich meine, Lachen, es gibt gewisse Dinge, die da Ähnlichkeiten haben. Das gibt es. Ja, weil man ja auch auf einen Patienten einwirkt, der wird ja nicht nur behandelt, der kriegt ja nicht nur eine Spritze, sondern wenn der Arzt einigermaßen gut ist, dann wird er auch mit diesem Patienten sowas wie ein Vertrauen aufbauen. Das ist Regie, das ist nichts anderes. Ja? Weil das ist genau das, was der Regisseur macht. Weil die Schauspieler können das ja alles sowieso. Die haben ja schon den Text gelernt. Aber er will ja, dass sie es so machen. Und das wollen die erstmal gar nicht. Ja? Weil es auch ganz anders ist, als sie das so können. Weil sie natürlich erstmal das abrufen, was ihnen ganz nah ist und verfügbar ist. Ne? Und dann kommt der Regisseur und sagt, ja, sehr schön, aber jetzt schau mal. So, und dann geht's los. Und das macht auch ein Arzt. Der muss ja auch den Patienten viel zumuten, was die gar nicht hören wollen, weil es ganz bitter ist. Ne? Und ich hatte eben in der Kinderchirurgie so ein spezielles Umfeld, weil die Kinder sagen ja gar nicht, wo es ihnen wehtut oder so. Die sind dann halt, weinen halt oder so. Aber das ist, da muss man auch kriminalistisch sein, da muss man auch was rausfinden. Ja. Ich habe im Staatsexamen habe ich ein kleines Mädchen gehabt. Die musste ich also untersuchen und musste am Schluss sagen, was die hat. Ja, dieses kleine Mädchen war ungefähr so 8 Jahre alt, aber sie war taubstumm. Ich konnte nicht sagen, na, was hast du denn? Na, wo zwickt's denn? Nix. Ich musste das rausfinden, was sie hat. Ja, gut, insofern, da sind Geheimnisse und dort sind Geheimnisse. Und es kommt sehr stark auf etwas an, was man vielleicht auch gar nicht erlernen kann. Was halt so, das muss irgendwie sich entwickeln, muss entstehen oder es ist immer schon da. Dann haben Sie auch einen Film gemacht, da geht es ganz explizit auch um Ärzte. Den haben Sie auch ausgewählt für unsere Reihe, den haben wir jetzt schon gezeigt. Semmelweis Ignaz, der Arzt der Frauen. Das ist ein Thema, das wirklich spannend inszeniert ist auch. Heiner Lauterbach als Semmelweis, der rausfindet, dass das Kindbettfieber, das bei den Frauen, bei den jungen Frauen verursacht wird, von den Ärzten selber gebracht wird, weil die vorher in der Pathologie arbeiten und dadurch die Keime an die Frauen herantragen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil als Regisseur, der sonst mit Medizin nichts zu tun hat, kann man sich da von allen möglichen Details etwas entfremden. Aber Sie haben natürlich als absoluter Spezialist diesen Film dann gemacht und wahrscheinlich auch sehr detailgetreu. Ja, nun war die Medizin damals doch noch eine andere und so. Ja, das war erstmal eine Koproduktion zwischen dem bayerischen Fernsehen und dem ungarischen Fernsehen. Und alles schon sehr in ziemlich trockenen Tüchern. Und ich hatte das Drehbuch geschrieben, sollte jetzt auch die Regie machen und die Produktion. So. Und wir hatten dort einen Berater, einen medizinisch-historischen Berater, der das Drehbuch genau gelesen hat. Ein Herr Antal, und der war der Leiter des Semmelweis-Instituts. Und der war sehr akkurat, ja, das war schon nervig. Und der hat zum Beispiel meine damaligen Ideen, wer das spielen könnte, den Semmelweis, hatte ja auch so Schauspieler, die ich einfach
verehrt habe und dachte, Mensch, ja, der spielt da. Und so. Dann hat der Anteil vom Semmelweis-Institut gesagt, der nicht. Sag ich, Sie kennen den doch gar nicht. Der ist ganz toll. Ja, aber er hat nicht die Schädelform von Semmelweis. Ja, war mir völlig wurscht, was der für eine Schädelform hat. Ja. Aber gut, aber so, dann kam es aber nicht deshalb nicht dazu, sondern weil die Franzosen eingestiegen sind. Und die Franzosen haben dann die Ungarn dazu gebracht, uns wegzudrücken, weil die Ehefrauen der Produzenten aus Ungarn wollten einmal nach Paris. Ja, es war 86, da waren die noch, 76, da waren die noch nicht in Paris. In München, ja, da waren die schon. Ja. So, und dann war das Projekt tot. Ich habe es dann auch vergessen. Und nach 10 Jahren bekomme ich einen Anruf vom ungarischen Staatspräsidenten. Der sagt, kennen Sie mich noch? Ja, 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 das war der Direktor vom Semmelweis-Institut. Der war inzwischen Staatspräsident, Antal Jozsef. Und der hat das durchgesetzt. Ja. Diesen Franzosenfilm machen wir nicht. Da sind viel zu viele Fehler drin. Ja. Jetzt machen wir diesen Film. Wollen Sie noch? Ja, sag ich. So. Dann haben wir das gemacht. Und Heiner Lauterbach hat er akzeptiert. Der war ganz begeistert vom Heiner Lauterbach. Weil der so eine Kopfform hat wie das Semmelweis. Ja, das sind Wissenschaftler halt. Ja. Ja. Der war sehr gut, der Heiner. Absolut, eine seiner besten Rollen, finde ich, ehrlich gesagt. Sag ich. Ja, gerne. Sie treten ja auch selbst als Arzt in dem Film auf, habe ich entdeckt. Ja. Und zwar als einer, der die Thesen von Semmelweis als Irrlehre bezeichnet. Ja. Das fand ich wirklich sehr spannend, dass es quasi Sie selbst das Ganze kritisch hinterfragen. Und da kam mir ein Querverweis zu einem Ihrer frühen Filme noch in den Sinn, wenn Sie erlauben, würde ich den kurz zitieren. Nämlich Hartmut Becker in Der Graben oder Wer im Glashaus liebt, der ruft dort aus, ein Film soll skeptisch machen gegenüber den Medien, gegenüber der Obrigkeit, aber auch gegenüber dem Zuschauer selbst. Ist das was, was Sie umtreibt, was wirklich in vielen Ihrer Filme also das Thema ist? Also wirklich nicht. Es treibt mich nicht um, aber ich finde, dass das richtig ist, was der Hartmut Becker da in dem Film sagt. Und mir hat es auch gefallen, weil ich ja den Semmelweis sehr verehre, nun so einen Dummkopf zu spielen, der das alles abtut. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, absolut. Ja, das sind diese unbequemen Wahrheiten, das zieht sich ja wirklich dann durch Ihr Werk. Also sei es die Weiße Rose, wo ja erschreckenderweise bis zu Ihrem Film die Urteile ja immer noch Gültigkeit hatten des Volksgerichtshofs. Und nach dem Film haben Sie erwirkt, dass es eben zurückgenommen wurde vom Bundesgericht. Ja, ach, das ging relativ schnell, aber ich habe ja auch, das war ja eigentlich mein ursprünglicher Impuls zu sagen, wie kann das sein, dass die Weiße Rose als Helden verehrt werden. Ich habe das in meinem Film anders gezeigt. Die waren in dem Film keine Helden, sondern einfach junge Leute, ja, die auch Liebschaften haben und so. Das war mir wichtig. Keine Helden, wo jeder sagt, ja, ist ja ein Held. Das muss ich nicht. Ich verlange auch nicht, dass jemand sich so verhält, wie die sich verhalten haben. Kann man nicht verlangen. Will ich auch von mir nicht verlangen, würde ich nicht. Aber jedenfalls wollte ich keine Heldenverehrung haben, ja. Und wie kann das sein, dass die Weiße Rose Helden sind, aber die Richter am Volksgerichtshof, die zu Tode gebracht haben, machen auch alles richtig, haben auch alles richtig gemacht. Also irgendwo geht das nicht in unserer Bundesrepublik. Ja? Also muss man diese Urteile aufheben. Ja, da haben sich natürlich die Juristen quergelegt und so weiter. Und der Bundesgerichtshof, den habe ich sehr speziell angegriffen, weil der in zwei Fällen die Verurteilung eines Richters am Volksgerichtshof gekippt hat, gesagt hat, die kann man nicht verurteilen, die haben ja nur Recht gesprochen, gültiges Recht, ja, und so, und deswegen habe ich den Bundesgerichtshof angegriffen, woraufhin der Film verboten wurde, im Ausland, in Deutschland lief er ja schon, aber im Ausland durfte er nicht laufen, hat ein paar Jahre gedauert und dann musste er auch freigegeben werden und ich habe dann auch geschafft, ich kann sagen, ich habe es geschafft, obwohl es nicht stimmt. Ich habe es initiiert, das Ganze. Aber geschafft hätte ich gar nichts. Ja? Ich habe es schaffen können, weil die Hinterbliebenen der Familien der Weißen Rose und der engsten Freunde aufgetreten sind und haben damals den Genscher unter Druck gesetzt. Ja? Und haben gesagt, wenn
nicht dieser Film wieder freigegeben wird, dann schlagen wir als Weiße Rose Familien Lärm. Da ging das ganz schnell. Ja, das ist auch was, als politischer Filmemacher haben Sie sich da auch ganz eindeutig verstanden. Denn es gibt wirklich am Ende von der Weißen Rose eben diese Botschaft, wo dann auch unterzeichnet ist Michael Verhoeven. Und genauso dann bei Das schreckliche Mädchen, da ist am Anfang auch bereits eine Texteinblendung, wo dann zu lesen ist, das ist wirklich passiert, das ist ein echter Fall. Ich habe das jetzt fiktiv umgebaut und nach Bayern gesetzt eben wieder. Aber da muss sich was verändern und hinterfragt mal, was bei euch in den Städten so damals geschehen ist. Und dann eben wirklich Ihr Name, Michael Verhoeven, unten drunter. Also das ist, wenn das nicht Haltung ist, dann weiß ich es auch nicht. Naja, das steht ja hinter jedem Film oder vor jedem Film steht ja auch. Aber hinter auch, so einem Statement. Name. Ja, na gut. Ja, das gibt es heute nicht mehr so oft, deswegen erwähne ich es so besonders. Nee, es gibt es nicht mehr. Dankeschön. Aber ich muss auch sagen, dass ich eine enorme Unterstützung gehabt habe von Verleihern. Von den Redaktionen war zum Beispiel hier die Fernsehspielredaktion vom Hessischen Rundfunk bei der Weißen Rose. Ja, da hätte ich bei anderen Sendern überhaupt gar kein Glück gehabt. Der Mann, der damals der Fernsehspielchef war, war Dr. Hans Prescher. Ich weiß nicht, ob da noch einer da ist, der sagt, ja, fällt mir ein, ja, Prescher. So ist ein alter Herr mittlerweile. Also der hat das durchgesetzt. Und das kann man als Autor, Regisseur nicht durchsetzen. Das kann nur jemand machen, der in so einem Amt ist und eben auch ein aufrechter Kerl ist, der das gemacht hat. Der Hans Brecher lebt noch, aber heute ist er leider nicht da. Gut, er lebt in München. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, so herzukommen. Aber es ist einer, den ich nie vergessen werde. Das ist ein gutes Thema, Fernsehen. Sie haben auch viele Fernsehfilme in der Zeit gemacht, in diesen 50 Jahren. Da hat sich ja doch einiges verändert, sicherlich, auch in der Arbeitsweise. Ich habe gesehen, Wolfgang Patsche, Helmut Rasp waren so zwei in der Frühphase, ZDF, ja. Genau, mit denen Sie viel zusammengearbeitet haben. Gibt es noch sowas heute, wie was man damals für Möglichkeiten hatte? Da konnte man auch mal sagen, der Film muss jetzt deutlich länger werden, als euer Format es vorgibt, weil es damals noch gar keine Formate gab. Ja, also es gibt es nicht mehr, kann ich sagen, leider. Aber die Redakteure sind daran nicht schuld. Es sind die Vorgaben, die die Redakteure haben. Und mein letzter Film, den ich gemacht habe, der heißt Let's Go, Familiengeschichte in einer jüdischen Familie nach dem Krieg. Wunderbaren Alice Dwyer. Ja, die ist ganz toll und auch die anderen Schauspieler herrlich. Aber das ist, auf diesen Film musste ich 15 Jahre lang hinkämpfen. Ja? Weil die gesagt haben, ja, und wer will sich das anschauen? So ein jüdisches Schicksal und so, ah, wer will das sehen und so. Und ich hatte 7 Redakteure. Ich musste jeden Morgen gegen 7 Menschen antreten, wobei jeder von diesen 7 Leuten gebildet ist, was von Film versteht und auch bemerkt werden will. Also die anderen 6 sollen sagen, ja, so, du hast ganz recht, ja. Und das Gute war, dass sie sich manchmal selber in die Haare gekommen sind. Das war wieder für mich gut. Konnte ich im Moment durchschnaufen. Also das ist nicht so, dass jeder Filmemacher heute es mit 7 Redakteuren zu tun hat. Das nicht. Aber die sind falsch gebrieft. Ja? Und das hängt mit den Privaten zusammen, gegen die sie sich absetzen müssen. Und sie müssen Quote kriegen, was ein großer Unsinn ist, ja. Weil das ist ja eigentlich nur für die Werbegeschichten gedacht, damit die Filmproduktion oder der Verleih sagen kann, ja, aber das waren ja Sender, sagt, waren ja, weiß ich nicht, 500.000 Zuschauer mehr. Jetzt kriegen wir auch noch 500.000, ja, dafür, dass hier Müllermilch oder ich weiß nicht was beworben wird. So. Ist ja gar nicht erlaubt. Gibt ja keine Werbung ab 20 Uhr, höchstens im Fußball an der Bande und so und ne, Bier. Aber sonst gibt es ja nicht mehr. Aber in diesem Denken werden die Redakteure gequält. Die werden richtig gequält. Quote. Ja? Als wäre das ein Erfolgszeichen, wenn es viele Leute gesehen haben. Ja, da freut man sich. Aber die Bild-Zeitung ist nicht die bessere Zeitung, weil sie ein paar Leser mehr hat als die FAZ zum Beispiel. Ja. Ist nicht so. Ist das jemand von der Bild-Zeitung da? Er kann auch nichts dafür. Er wird auch geknebelt.
Ist das vielleicht so, Sie haben in den letzten 10, 15 Jahren wirklich herausragende Dokumentarfilme dann gemacht. Besonders möchte ich Ihnen Menschliches Versagen empfehlen, den wir nächste Woche Dienstag zeigen. Da geht es um die Enteignung der Juden und wie da quasi alle mitgemacht haben, auch Otto Normalverbraucher nebenan. Was ich mich frage, ist das einfacher heutzutage auch Dokumentarfilme zu realisieren und ist das mit Spielfilmen, was Sie auch früher gemacht haben, gar nicht mehr der Fall oder ist das jetzt einfach nur Also, der neue Weg, wie ich Sie bin Geschichte sicher, ich erzählen wollen? könnte keinen dieser Filme heute machen. Ja, so 2003 habe ich angefangen. Ich könnte keinen machen, weil da ist dieser Druck auch auf die Redakteure. Sie setzen das ja eh schon ins Spätnachtprogramm. Ja? Diese Filme, die Dokumentarfilme, die ich gemacht habe, sind alle um Mitternacht gelaufen. Ja? Und dann schauen sie sich die Zahlen an und sagen, da haben ja gar nicht so viele Leute geguckt. Ja klar, die waren im Bett, die haben geschlafen, die waren vernünftig, nicht vor dieser blöden Glotze da noch zu sitzen in der Nacht. So, aber das ist Programm, das sind Programmfehler, die gemacht werden, aber auch nicht mehr als Fehler empfunden werden, weil das hat man gelernt, ne? In der guten Zeit, also ich habe immer das Gefühl gehabt, die Redakteure beim Fernsehen, das sind meine natürlichen Verbündeten. Das ist nicht mehr so. Schwierigkeiten haben mir gemacht die Verleiher. Kino. Ja, ich war ja selber Produzent. Warum denn? Weil die Produzenten mit mir ja wirklich keinen Film gemacht hätten. Ja, wir waren ja wirklich Feinde sozusagen. Ja, so, und die waren unsere auch indirekt. So, aber die Verleiher, die man ja hatte dafür, dass sie einen Film unter die Leute bringen. Ja, die wollten das nicht machen. Die waren nach dem Krieg von Sonja Ziemann sozialisiert, wie man heute sagt. Von Grün ist die Heide und das hat sich dann so ein bisschen verändert, aber nicht im Wesentlichen verändert. Und wir wollten halt Filme machen, bei denen es um was geht. Ja? Und da haben die gesagt, Gott, das will ich bloß nicht. Ja? Ja. Ein Film, bei dem es um was geht, den haben Sie sich auch für den heutigen Abend ausgesucht. Schlaraffenland aus dem Jahr 1990. Und zwar wirklich über die Wiedervereinigung zu Zeiten der Wiedervereinigung. Ganz famos, in was für einem Tempo Sie das umgesetzt haben müssen. Und auch ein Fernsehspiel. Also das Das war ist. ein reiner Fernsehfilm. Genau. Wollen Sie uns da schon mal im Vorfeld erzählen, wie haben Sie daran gearbeitet? Weil das ja wirklich quasi parallel zu den eigentlichen Ereignissen wohl passiert sein muss, wie Sie Drehbuch geschrieben haben und dann am Ja, Set vielleicht noch das Dinge Drehbuch verändert habe ich haben. geschrieben 89, also als das passierte. Ja. Und live sozusagen. Aber ich hatte schon einen Vorschlag bekommen von einem Autor aus der DDR, Siegerstädter heißt, der wird auch erwähnt. Der hat einen echten Fall beschrieben. Hat gesagt, daraus könnte man einen Film machen. Hat sich auch an mich gewandt. Ob ich das mache? Sag ich, ja, mache ich. Und dann habe ich ihm sozusagen ausbezahlt, ich muss ja die Rechte erwerben. Und habe dann selber angefangen zu recherchieren. Und das lief dann parallel mit dem, was wirklich passiert ist. Wir können ja nach dem Film darüber reden. Ich hoffe, dass Sie Werden wir tun. Lust haben, dann, wenn Sie nicht schon total erschöpft sind, dass Sie Lust haben, mir was zu erzählen, ja, oder mich was zu fragen. Das wäre nett. Genau, denn in der Jubiläumsausgabe der Blickpunkt Film zu der 50 Jahre Sentana werden Sie zitiert mit dem Satz: Das war mein bester Film. Ja. Deswegen will ich auch hier bleiben und gucken. Ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Hoffentlich gefällt er mir noch. Das weiß man auch nicht. Wir lassen uns überraschend sagen, ganz herzlichen Dank für die tollen Einblicke. Michael Ja, Verhoeven, schön, dass danke. Sie da sind. Dankeschön. Ja, schönen Dank. Bis nachher. Laufen Viel Sie jetzt nicht Vergnügen. weg. Ja, fangen wir an. Also, vielleicht mal die erste Frage: Wie hat es Ihnen denn nun gefallen, 25 Jahre später? Also, man hat ja vieles noch nicht gewusst. So, ja. Die Franz-Josef-Strauß-Brücke am Ende war natürlich auch irgendwo eine Gemeinheit. Aber und am Ronald-Reagan-Platz oder sowas. Ja, aber im Grunde genommen zeigt uns dieser Film, wie das war, wie das gelaufen ist. Das war
Ja, Und man gab froh. auch einiges Entsetzen über den Film, gab es auch. Gab Leute im Westen, die gesagt haben, das ist ja gemein, wie sie das ausspielen, sozusagen, ja, die verschiedenen Befindlichkeiten, die armen DDRler, ja, und die bösen Wessis und so. Aber man sieht, da ist nichts bös gemeint oder bös. Aber gehen Sie mal heute durch Ostberlin, ja, das sind alles Investitionen von Menschen von außerhalb. Sicher mal außerhalb Ost-Berlin, außerhalb Berlin. Ja. Also das war halt, es war irgendwie prophetisch. Ja, Ich habe ja zu genau. dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass das so kommt. Ja. Und habe mir gedacht, naja, besser, es entwickelt sich gar nicht so. Ja, und trotzdem haben sie diesen Weitblick bewiesen. Es hat ja zwischendrin wirklich fast ja, so dokumentarische Ja, Anklänge. Das ja, ist ja ja, unglaublich. ja, ja. Gut, also ich glaube, man musste nicht so schlau sein, um das zu erahnen, dass es so kommt, ja. Macher der Treuhand haben das vielleicht anders gesehen damals. Ja, aber das zum Beispiel das Forum, vollkommen, ich meine, die haben das gemacht. Und das Forum ist gar nicht mehr, nach der Wahl gab es das gar nicht mehr. Ja, ist traurig. So, ne? Und natürlich. Als das im Fernsehen kam, das war natürlich eine Aufzeichnung, da war das schon gelaufen, ist klar. Aber das sind diese Originalmomente in unserer Geschichte. Das ist schon toll. Und zum Beispiel, wenn die da am Anfang in Prag sind, vor dem russischen Denkmal, ja, dass sie so absichtlich fotografieren, damit man sieht, das sind ja einfache Touristen und so. 3 Wochen später war das weg. Ja, weil die Tschechen haben gesagt, wir wollen kein Russendenkmal. Haben sie den Panzer runtergeholt. Also da haben wir auch noch Glück gehabt, dass wir gerade an dem Tag noch da waren. Ja. Auch der, ich habe gelesen, wie sie in die, also wie die beiden in die Botschaft einsteigen über den Zaun. Da musste man auf die original zurückgelassenen Gerätschaften zurückgreifen, Ja, da war. wie die es damals Da war geschafft so haben. eine, ja, da war so eine Kabeltrommel, die kannte ich vom Fernsehen und habe natürlich, als wir dann da gedreht haben, verlangt, dass die eine Kabeltrommel da haben, weil das hatten ja die Leute auch im Fernsehen gesehen, nicht nur ich, also musste diese Kabeltrommel her. Jetzt hatten die mir eine Kabeltrommel dahin gelegt, war ein ganz kleines Ding, hätte man nie rübersteigen können. Und ich habe dann gesagt, ja Leute, ich weiß ja sogar, wie die ausgesehen hat. Die war blau, war ungefähr so 1,70 hoch und das brauche ich auch. Ja, das geht jetzt aber nicht, da müssen wir was unterlegen. Ich sage, man kann unter eine Kabeltrommel nichts unterlegen. Ja, die soll ja rollen. Und wir hatten einen sehr wunderbaren Requisiteur, mit dem ich viele, viele Jahre zusammengearbeitet habe. Der ist, es war ja ein Wald hinter, das ist ja alles original, so wo wir es dann auch vorgefunden haben. Und der kommt der an und rollt diese Kabel dran. Die war im Wald irgendwo unter Laub. Hat er die gefunden? Ja. Dann haben wir das gedreht und die, ob sie heute noch da steht, aber die haben die jedenfalls diese Kabeltrommel als Memento und Monument in den Garten der Botschaft gestellt. Das fand ich wieder ganz schön. So. War das wieder am Platz, wo es hingehört. Mikro gerade zu Ihnen. Wie das heute ist, Ob die Botschaft noch Botschaft ist. könnte ich nicht beantworten. Ich war seitdem auch nicht mehr in Prag. Ich meine, bei irgendeiner der Dokus jetzt zum 25. Jubiläum gesehen zu haben, dass die noch existiert. Ja, auch der Könnte mir legendäre hinfahren, die Balkon. Kabeltrommel anschauen. Genau. Genau, wir wollen das Gespräch tatsächlich auch nicht alleine Ich führen. will Ich vielleicht komme nur noch was sagen, zu weil Ihnen. das haben mir viele, viele Ex-DDRler, dann war es ja schon Ex, übel genommen, diese Formblätter, wo sie belegen mussten, dass sie keine Schulden haben bei den Banken, ja, dass die Mutter nichts verlangt und so weiter. Und dass sie den Hund, dass der Hund geimpft ist oder was, wo sie gar keinen Hund haben. Das haben die mir übel genommen, weil sie gesagt haben, da veräppelt ihr uns. Ich veräppel euch nicht, ihr habt die Leute veräppelt.
ja, dass die von einer Bank, wo sie gar kein Konto haben, eine Bestätigung brauchen, dass sie keine Schulden hinterlassen. Ja. Das ist ja alles echt. Das ist ja, diese Formblätter haben wir ja noch gekriegt. Die gab es ja noch. Ich liebe am meisten diese kapitonierte Tür, wie man das nennt, wo diese beiden Wachssiegel sind. Sie sind sicher aufgefallen, weil wir mit der Kamera noch ranfahren. Das ist an dem, in der Szene, wo die ihren Ausreiseantrag stellen. Ja? Da verlassen die das eine Zimmer, gehen in das andere, die Tür schließt sich und wir gehen da so hin und da ist rechts und links einmal an der Tür und einmal am Rahmen ist aus Wachs so eine Punze. So. Das ist original. Mussten wir natürlich da anbringen, hatten die da nicht mehr. Aber da konnte man jedes Zimmer, in dem irgendwas Wichtiges an Dokumenten oder so war, konnte man versiegeln. Da wurde, weil das ja Wachs war, wurde dann noch ein Band oder so drüber gewachst, ja, sodass die Tür nicht geöffnet werden konnte. Und wenn man sie geöffnet hätte, eine Putzfrau oder nachts oder was, hätte man das gesehen. Dann war das Siegel zerstört. Und das habe ich ja auch nicht gewusst oder nicht gekannt. Das haben die mir erklärt. Da habe ich gedacht, das will ich sehen, das muss ich haben. Diese Dinger müssen wir hier anbringen. Ja. Und da in dieser eine Szene, wo die Carmen Antoni, eine wunderbare Schauspielerin vom Berliner Ensemble, als die sagt, ja, ich will doch auch gehen und wie sie dann so wegstößt dann, ja, so die Karin. Da haben wir ja geflaggt. Das sind ja so auf jeder Seite 30, da sind Leute gekommen, haben gesagt, oh Gott, ist es wieder so weit, sind sie wieder da? Ja, weil, wie sollst du das sonst verstehen? Ja. Haben Sie denn angefangen, vor dem Mauerfall zu drehen schon? Wir haben, Drehbuch ist vor dem Mauerfall entstanden. Deswegen konnten wir ja diese Fernsehdokumente auch reinbringen. Aber das war genau, es lief immer parallel, wir waren immer einen Schritt hinterher. Ursprünglich waren wir einen Schritt voraus. Ja. Und okay, das ist jetzt sozusagen eine Gebrauchsanweisung, aber so ein Film muss einfach von sich aus auch uns was mitteilen. So. 25-Jährigen mal wieder, ja, war ja ein Fernsehfilm. Die, war da keine Anfrage? Die Leute finden den Film anti-westlich. Also die Verantwortlichen, die Programmmacher finden, dass die westlich schlecht wegkommen. Ja. Ich finde das nicht. Ich finde das gar nicht. Man hätte auch noch weniger Rücksicht nehmen können. Ja. Natürlich, das habe ich erfunden, dass die dann die Mutter ins Altenheim tun und die Wohnung wird dann ausgebaut und so weiter. Ja? Aber es ist ja auch kein Dokumentarfilm. Und sowas hat es sicher auch gegeben, natürlich. Naja, da haben die gesagt, das ist Nestbeschmutzung, war das halt dann. Und die werden den Film auch nicht wiederholen, glaube ich nicht. Dabei finde ich das so erschreckend, weil der wirkt so aktuell. Ja, also ganz viele Themen auch sind heute. Mit den Flüchtlingen, das waren lauter so Zitate. Wortgenau kommen die wieder. Ich habe ja nichts gegen die, aber. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Ja. Ja, genau, das sind die Sätze gewesen. Wird noch böses Blut geben und so. Gibt es den Film auf DVD? Kann man den? Ich meine nicht. Noch nicht. Aber. Kann ja mal schauen. Ja. Nee, es ist schon ganz, ganz, es ist wirklich nah an unserer Geschichte dran. Aber das habe ich ja auch gar nicht so vorgehabt. Ich wollte einfach diese Familiengeschichte erzählen von diesen beiden Paaren. Und es ist ja auch eine schöne Freundschaftsgeschichte. Es ist ja auch. Ja. Bitte? Ja, die sind toll, die halten einfach zusammen, finde ich ganz wunderbar. Und ich habe etwas gemacht, was Sie vielleicht auch nicht so merken, weil Sie auch die Leute nicht alle so kennen. Viele sind vom Theater, vom Berliner Ensemble. Und ich habe nur mir
Also eine Regel habe ich mir geleistet, Personen, die DDR-Menschen sind, werden nur gespielt von DDR-Schauspielern. Ja? Und die Westler, das sind alles Wessis. Und zwar ziemlich typologisch auch besetzt und so. Ja, das hat sich bewährt. Die beiden Hauptrollen, Cornelia Lippert und Johannes Terne, sind auch tatsächlich erst 1989 bei einem Theatergastspiel dann im Westen geblieben. Also die waren wirklich erst kurz vorher geflohen. Ja. Natürlich. Zu dem Zeitpunkt wussten sie auch noch nicht, wie das geht. Aber die haben große Karrieren gemacht im Westen. Beide sind am Burgtheater in Wien. Ob sie das jetzt noch sind, aber da habe ich sie dann mal wieder getroffen. Ich mag die sehr gerne, die beiden, muss ich sagen. Ich möchte auch noch die Mutter erwähnen. Die ist ja unglaublich. Die Grube da ist unglaublich stark. Ja. Das glaube ich, ja. Okay. Die war in der DDR ein ganz großer Theaterstar und hat auch Fernsehen gemacht. Das war jetzt wieder etwas, was die gar nicht glauben konnten, dass ich die nicht kenne. Ja, wie kann das sein, dass sie die nicht kennen? Ich bin selten da und ich sehe auch das Programm nicht. Also, ja. Dann haben sie gesagt, ja, die musst du nehmen. Die ist zwar korpulent, aber die ist ganz zart. Die musst du nehmen. Ja. Und es lebt leider nicht mehr, aber feine Schauspielerin. Bei dem Kommissar Krause oder so mitspielt, die Schwester. Da gibt es diese Situation, wo die sich wiedersehen und mit Sekt anstoßen und eine Frau in Rot rausrennt. Und die spielt die Schwester in dem Polizeiruf 110, Krause. Das ist so ein Kommissar, der wird immer älter und der hat immer so ein ganz tolles Motorrad mit Beiwagen, wo ein Hund drin sitzt. Ja, habe ich auch schon gesehen. Und die ist grandios, die ist ja da schon grandios, weil ich kenne sie in anderen Situationen halt schon einen Ticken älter. Jetzt sehen wir ja diese alten DDR-Krimis, ja, gerade vor ein paar Tagen habe ich wieder einen Polizeiruf gesehen. Ja. Und das sind aber aktuelle, von denen ich spreche. Auch, aber das war jetzt von 1974, was ich gestern gesehen habe oder vorgestern. Ja, stimmt, die gibt es immer in RBB. Wunderbar, und das sind dann die Schauspieler, die heute alt sind, die sieht man dann ganz jung und so, ist schön eigentlich, ja. Aber der sogenannte abschnittbevollmächtigte Kupka, der war ja dann auch Peter ein Sodan. Kommissar. Ja, da war er halt jung. Später Kandidat für die Bundespräsidentschaft. Ja, der war sogar, wusste man auch noch nicht. Und auch der später einen Job sucht, bevor der Tür steht. Ja, er war auch, der ist noch sehr in so Serien drin. Genau. Hat er nicht Großstadtrevier oder sowas auch noch? Stimmt, okay. In einer Soko ist er, ja. 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 Ja, das ja, Casting das, war... Dass der nice. Honecker dann, das ist ja so ein Plakat, ne? Das ist aus so einem weichen Material und dass das Gesicht so zerknautscht ist, das sind so Sachen, das hat man mir übel genommen. Ja? Doch, das war eine Mohammed-Karikatur. Nein, gibt es keinen improvisierten Dialog. Das wäre auch da nicht möglich, bei so etwas, wo man ein Konzept entwickelt und dann sich aber auch dran halten muss. Nein, das sind alles sehr professionelle. Ja, die können das halt. Aber das stelle ich mir besonders schwierig vor. Ich meine, Sie sagen ja selber, Sie haben durchaus ja nicht diesen ostdeutschen Blick logischerweise haben können. Das Drehbuch ist wirklich sowas von auf den Punkt, also auch gerade die Dialoge. Ja, aber das gerade da, wo es weh tut, hat man mir es übel genommen. Ja, so als hätte ich jemanden das Messer reinrennen wollen. Auch gewundert, wie kommt der Gottfried Hellenwein? Ist ja auch nicht jedermanns Sache in ein Zimmer. Ich weiß nicht, ob es in der Westwohnung war oder in der Ostwohnung. Ja gut, das ist ein Österreicher. Ja, wollte ich sagen, der hat auch nicht jeder so
gerade auf der Pfanne, ganz interessant, hat gut gepasst. Aber es war kein politisches Statement meinerseits. Kann ich nach hinten geben? Herr Verhoeven, haben Sie Ihre Klaviervergangenheit in dem Film auch irgendwie aufgearbeitet? Ja, aber ich muss sagen, dass ich diese Szene, wo der so wie in ein Kind im Uterus so, dass ich die sehr, sehr liebe, ja, wie der da in dem Klavier spielt, weil das ist alles, was ihm noch geblieben ist. Ne? Find ich schön, mag ich, die Szene mag ich. Fällt irgendwie auch raus, aber passt. Darf ja. Und was ich auch liebe, ich bin zwar nicht gefragt worden, aber ich darf es ja sagen, das ist, dass dieses Liedmotiv, das geht durch den Film, am Schluss ist es kein Klavier mehr. Genau. Am Schluss ist es ein Synthesizer. Ja, da sieht man noch mehrere Entwicklungen, ja, die wir alle ja durchgemacht haben oder durchmachen. Und gleichzeitig die Kapitel, das hat ja sowas von Moritate. Ja. Enkelsänger, so. Und es sind märchenhafte Geschichten, bei denen die Welt gut ist und schön. Und wie sehen Sie das denn jetzt wirklich heute? Also gerade das Thema Wiedervereinigung. Ist Deutschland für Sie in der Form wiedervereinigt? Also ich habe ja ein Kino in Ostberlin, in Weißensee. Tolles Kino, bedeutendes Kino von 1919, das hat Erich Pommer, also die Branche weiß, wer das ist. Das ist ja ein ganz großartiger Produzent. Und das Kino zeigt eben auch so die Geschichte, weil Erich Pommer war Jude und dann musste er weg. Ja. Konnte aber emigrieren und ist dann in Hollywood ein ganz großer Produzent geworden. Aber er hat dieses Kino gebaut, 1919. Ja. Und 10 Kinos gab es in Ostberlin, die Treuhand halt angeboten hat und auch versteigert hat. So. Und ich habe nicht das beste Angebot gemacht, aber ich habe das Kino bekommen. Weil es gab in dem Fall gegenüber allen anderen Fällen der Treuhand, wo halt jemand das meiste Geld geboten hat und dann das Kino oder was es war, auch bekommen hat. Hier war es so, dass eine Jury eingerichtet war und wir mussten alle, die Kandidaten mussten alle antanzen für diese 10 Kinos und erklären, was sie denn nun, wenn sie das Kino haben und betreiben, ja, mussten es auf 10 Jahre festlegen, dass wir 10 Jahre Kino machen. Ja, was dann ist, weiß man nicht, muss man sehen. Die wussten ja auch nicht, wie sich das entwickelt. Ja. So, und da habe ich gesagt, ja, ich spiele ein Viertel europäische Filme. Habe ich sofort bekommen. Sofort. Das war's. Ja. Und das war ja jetzt nicht von mir irgendwie ein Trick, sondern das entspricht mir einfach. Ich möchte europäische Filme spielen. Wir haben dann wirklich so um 25% gespielt. Heute spiele ich 80% europäische Filme. Auch weil mir die jungen Leute weggebrochen sind, die so diese amerikanischen Filme, gibt ja auch sehr gute amerikanische Filme, da gehen die ja gar nicht rein, die 15-, 16-Jährigen. Ja. Aber mich interessiert nicht, was im Weltraum passiert, nicht wirklich, ja, sondern in den Familien, in den Häusern, bei den Menschen. So. Und jetzt sind um uns rum, unser Kino ist in Weißensee am Antonplatz und heißt deswegen Toni, Kino Toni. Und wir sind so erfolgreich, darf ich sagen, dass wir ein zweites Haus dazu gebaut haben. Das gibt es Toni und Tonino. Aber wir haben kein junges Publikum mehr. Wir haben ganz kleines Publikum. Das sind so Kindergartengruppen. Ja? Da ist das Kino voll. Ach, das ist wunderbar. Das ist das Schönste. Aber sagen wir mal so, die Pubertät, die haben wir verloren, weil um uns rum, um den Antonplatz rum, sind 6 Multiplexe entstanden, die alle gleich aussehen, gleich riechen, gleicher Lärm, gleiche Musik sozusagen. So. Und da gehen die jungen Leute hin und sollen es auch, weil ich kann ihnen auch gar nichts bieten. Die Filme, die ich zeige, interessieren die nicht. Ja. Und die waren natürlich, als sie Kindergartenkinder waren, auch in dem Toni. Ja. Und jetzt gehen sie halt in die Multiplexe. Aber
Die Multiplexe soll es ruhig auch geben. Wir haben jetzt da gerade auch schon ein paar Parallelen ausgemacht zu der Flüchtlingsfrage, die wir gerade haben. Und jetzt haben wir Sie als sehr politisch denkenden Menschen, als politisch denkenden Filmemacher hier. Würde es mich wirklich interessieren, wie ist Ihre Haltung zu der Situation, der wir gerade entgegenstehen in Deutschland, wo viele sich ja irgendwie überfordert fühlen, aber gleichzeitig erinnert es mich doch sehr an das, was Sie in diesem Film gezeigt haben. Ja, natürlich. Das habe ich auch in meiner Kindheit erlebt. Ich war selber Flüchtling, weil wir sind eigentlich Berliner und sind dann evakuiert worden. Ja, weil ich hatte noch Geschwister und die konnten 1944, 43 eigentlich schon, konnten die evakuiert werden, hat der Staat mitgeholfen. Ja? War ja eigentlich ein Eingeständnis, dass das irgendwie schief läuft, wenn wir die Leute evakuieren müssen, damit sie vor den Bomben einigermaßen sicher sind. Und da waren wir auf einem Dorf in Bayern, bei Coburg. Da waren wir Flüchtlinge. Ja, das war ja auch ein Schimpfwort. Aber wir waren eine Familie und wir haben uns schon irgendwie da so durchgerungen. Das war okay. Ich habe sicher die schönste Jugend gehabt von allen meinen Bekannten. Auf dem Bauernhof. Alle Tiere. Lauter gutmütige Tiere. Ja. Ich bin auf dem Ochsen geritten, habe mich da an den Hörnern festgehalten. Ja, das ist eine Idylle. Ich konnte meinen Kindern sowas nicht bieten. Und da war natürlich auch kein Krieg in dem Dorf. Nee, ich habe eine Zeit, die schlimm war, von ihrer bestmöglichen Seite erlebt. Ja. Und dann war der Krieg vorbei. Und dann war ja auch erstmal nur Hoffnung. Überall. Es wird besser und jetzt geht es uns gut. Und ja, so. Aber ich habe gar keine Fragen jetzt. Genau, jetzt wollen Sie noch was sagen, auch einfach nur, wie es Ihnen gefallen hat, oder generelle Fragen zu den 50 Jahren Santana. Und ja. Nur kurz fragen, was war der ursprüngliche Anlass für diesen Film? Sie haben ja eine Idee gehabt, also in der Situation. Was war dieser Idee, diesen Film zu machen? Also wie auch bei anderen Filmen gehe ich immer auf ein bestimmtes Ereignis, das stattgefunden hat. Und ich kann ja nichts anderes, ich kann keine Oper komponieren, tätig ich vielleicht, wenn ich könnte. Also ich kann Filme machen. Und als das passiert ist mit dem Fall der Mauer, hab ich gedacht, da muss man eigentlich mal so eine Geschichte machen, bei der die Menschen der Geschichte das durchmachen, das wirklich erleben. Ja? Und ich wusste ja auch erstmal gar nicht, dass die dann später eine geordnete Ausreise machen können. Das wusste man ja noch nicht. Sondern die waren jetzt erstmal weg. Ja? Und einige, und das ist eben die Geschichte, die dieser Herr Segerstätter erfahren hat und kannte die wohl auch, die Leute, dass dieses eine Ehepaar gesagt hat, ja, wir gehen zurück. Ja, und sind dann sozusagen mit Wissen der Behörden offiziell ausgewandert, ausgerissen. Also ich wusste das bisher nicht. Mhm. Deswegen hat mich das sehr überrascht. Ja, das ist so eine kleine Wende in dem Ganzen. Ne? Und da sind ja auch viele geblieben, die gesagt haben, ja gut, wenn wir jetzt schon mit offenen Armen wieder zurückgenommen werden, müssen wir vielleicht gar nicht mehr ausreisen jetzt. Ja. Es wird vielleicht jetzt alles gut. Und deswegen gibt es auch noch dieses andere Paar, das also dann das nicht macht. Und dann auch Schiffbruch erleidet. Und eigentlich erst, als sich das Ganze wendet, ja, das war ja nochmal eine Wende, dass dann die ausgereisten Ossis in der ehemaligen DDR Karriere machen konnten, wenn sie nah an dem Immobilien-Hit waren. Ja. Die Frage,
Frage war ja auch, wie so eine Geschichte dann zu Ihnen kommt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Sie sind ja gemeinsam mit Ihrer Frau, Senta Berger, Produzentin dieser Firma. Ja. Wie läuft das denn dann ab, wenn Sie so eine Idee dann haben? Wird das dann am Küchentisch besprochen? Wie geht das denn weiter? Wer setzt sich da durch? Wie geht Sie werden da durchsetzen. Was gibt's nicht. Nee, aber Küchentisch, ja. Und bei Spaziergängen, ja. Weil der schönste Raum ist die Küche einfach. Da sitzen wir und so. Und da liegt auch die ganze Post immer auf dem Küchentisch. Das ist furchtbar. Nein, aber wir haben noch so eine ganz altmodische Küche, auch von den Geräten her furchtbar altmodisch. Aber ich will nicht so eine moderne Küche. Das ist ein Wohnraum. Ja, aber wenn Sie meinen, dass wir alles besprechen, ja, wir besprechen alles. Wollte ich gar nicht hinaus. Ich habe nur in der Dokumentation, die es jetzt gab, zu der 50 Jahre Sentana, gab es so einen schönen Schlusssatz von Ihrer Frau, wo sie sagt, da sind so viele Geschichten, die sind unerzählt geblieben und das sind eigentlich die besten. Naja, sicher, ja, sie ist, sie neigt auch zu einem sehr realistischen Weltbild. Vielleicht mehr als ich. Aber es gibt einen sehr schönen Film, einen Dokumentarfilm von einem Historiker. Möller heißt der und ist der Sohn von der Margarete von Trotta. Und der ist Historiker und macht Filme, die sich also auch mit der deutschen Filmgeschichte sehr stark beschäftigen. Hat jetzt einen Film gemacht, der auch, finde ich, sehr schön ist. Ob der Film so heißt, weiß ich nicht, aber jedenfalls, er handelt von den verbotenen Filmen. Ja, so heißt er, glaube ich, auch. Ne? Das sind die Filme, die heute im Giftschrank... Genau, die verbotenen Filme. Und der hat das sehr schön analysiert alles. Und der hat einen Film über meine Familie gemacht. Der Film heißt Die Verhöfens. Und da kommen auch die Filme meines Vaters vor, weil das war ja dann auch nicht so leicht für die Theater- und Filmkünstler nach 1945 da weitermachen zu dürfen. Also wie es im Osten war, weiß ich nicht anders. Ja? Man kann es schon wissen, ich weiß es auch zum Teil, aber ich weiß, wie es im Westen war, weil da war in den Monaten und ja und auch noch ersten Jahren nach Kriegsende war das Votum der Alliierten sehr wichtig. Und in dem Bereich, wo wir waren, Bayern, die Amerikaner. Die Amerikaner haben großen Wert darauf gelegt, dass es gleich wieder Kultur gibt. Ja, weil Kultur hält die Gesellschaft zusammen, haben wir ja auch vorhin gehört. Ne? So eine Art Nahrung und auch so bringt einfach auch die Menschen in einen Zustand, in dem sie wieder denken, arbeiten und so weiter können. So, und die Amerikaner haben dann aber gar nicht so viele Regisseure auffinden können, die man mit solchen Aufträgen, mein Vater wurde, ich glaube es waren 2 Monate nach Kriegsende, wurde der Intendant vom Münchner Staatstheater. Sehr zum Leidwesen der bayerischen Kulturbürokratie, ja, weil die wollten den nicht. Da waren nicht katholisch genug. Und die Amerikaner haben ihn da reingesetzt an dieses Theater, das es gar nicht gab übrigens, weil das war total zerbombt. Ja. Na gut, aber diese Zeit, ja, und dann waren alle Leute, die dann ein Theater geleitet haben, Erich Engel zum Beispiel, Harry Buckwitz, ja, hier in Frankfurt. So. Das waren alles Leute, die unbelastet waren im Dritten Reich. Aber es waren eben nicht so viel. Ja? Sodass auch Theater dann erstmal noch mal ein paar Jahre geschlossen blieben. So, und dann kommt das Jahr 1947. Da war es dann egal, was einer im Dritten Reich gemacht hatte. Er durfte nur nie was mit dem Kommunismus zu tun gehabt haben.
Ja, und das ist interessant, wie sich das dann gewendet hat. Die Amerikaner haben dann auch die schlimmsten Kriegsverbrecher wie Werner von Braun in höchste Ämter gehievt, weil solche Leute konnten ihnen helfen im Kampf gegen den Kommunismus. Also das wäre auch ein schöner Film, der mal so an einer engen Gruppe von Menschen unsere Geschichte zeigt. Ja. Heute ist es wieder ganz anders. Es ist wirklich ganz anders. Und ich finde auch, dass die Wiedervereinigung relativ gut gelaufen ist. Aber ich wollte sagen, mein Kino dort. Meine Mitarbeiter sind natürlich alles Ossis. Und bei jeder Premierenfeier, wenn dann so ein bisschen Alkohol da auch ausgeschenkt wird, dann wird also geschwelgt in den Zeiten der DDR, ja. Und diese scheiß Bundesrepublik, ja. So. Ja, zwar. Das höre ich mir alles an, weil manches ist stimmt, manches stimmt, ja. Ja. Und die sagen ja, uns ist ja gar nichts geblieben. Das sollte ich jetzt nicht erzählen, aber sie hört es ja nicht. Meine Theaterleiterin, die hat schon das Kino Toni geleitet, viele, viele Jahre, bevor ich da eingestiegen bin. Die hat jetzt ihr Häuschen in Falkensee, das ist auch gar nicht so weit weg da von Weißensee, verloren. Vor 3 Wochen oder 2 Wochen ist das passiert. Weil das steht so im Einigungsvertrag. Also die ist nicht mehr gut auf die BRD zu sprechen. Die hat damals, was wir kennen das auch, dass man ein Grundstück nicht besitzen darf, kann, besitzt es einfach nicht, aber man darf ein Häuschen drauf bauen. Dann wird das geregelt. Und das war auch bei ihr so geregelt. Sie hat ein Vorkaufsrecht. Und der Fall ist jetzt eingetreten, irgendwelche Leute haben das Grundstück kaufen wollen, aber die mussten ihr erst erlauben, dass sie es kauft. Ja? Es war aber so teuer, dass sie das nie, dass sie es nie hätte bezahlen können. Ja? Und wenn sie jetzt nicht das Geld hat, um das Grundstück zu kaufen, verliert sie das Häuschen. An den, der das Grundstück wirklich kauft. Ja? Also, ja, da sehen sie es ja wieder, wie das läuft, ja, unter Tränen. Ja. Ja, das steht so im Einigungsvertrag halt. Aber es ist ja auch eine heikle Geschichte. Ja, man soll halt auch nicht ein Häuschen bauen auf dem Grund, der einem nicht gehört. Ne? Wo Sie den Film Die Verhoevens angesprochen haben, was daran natürlich besonders interessant auch noch ist, dass es ja wirklich die dritte Generation auch komplett in den Film gezogen hat. Also Simon und Luca, ihre beiden Söhne, und ihre Nichte Stella Maria Adorf, Tochter ihrer Schwester, und Mario Adorf, die sind ja auch alle zum Film gegangen. Machen ganz andere Filme, interessanterweise. Also zum Teil gar nicht politisch. Ich hoffe, dass meine Söhne andere Filme machen als ich. sehen Sie da Parallelen zum Teil, wie das war damals bei Ihnen gegenüber Ihrem Vater, oder ist das was ganz anderes jetzt? Ja, es ist nochmal was anderes, weil wir haben unsere Konflikte ausgetragen bei der Betrachtung dessen, was passiert in der Welt. So. Und meine Söhne, die sind viel stärker auf sich selbst bezogen. Also, ich kritisiere das nicht, weil das ist halt so. Also, die wollen ein schönes Leben haben und haben sie ja auch. Das ist vielleicht der Zeitgeist auch? Ja, sicher. Wir sind ja auch Zeitgeist. Ist nicht anders. Ja? Also ich sage so, diese ganze Studentenbewegung, in der ich natürlich auch mich zu Hause gefühlt habe in den 60er Jahren und so, die hätten wir nicht gehabt ohne die Franzosen, die uns das vorgemacht haben. Da kam das her. Und übrigens auch die Amerikaner. Ich habe dann als okay hier in Deutschland zu dem Skandal geführt hat, es war 70, ich habe ja erzählt, im März gedreht, im Juli auf der Berlinale, ja, Mitte Juli war schon die Berlinale vorbei, gab es schon nicht, wurde ja in der Hälfte gekippt und die Leiter entlassen und so.
Aber um das zu sagen, es ist nicht, dass der Film diese Berlinale zerstört hat, sondern es waren die Lügengeschichten der beiden Leiter der Berlinale, die gedacht haben, wir halten durch. Das ist alles eine PR-Geschichte von den Verhoeven. Es hat nie etwas gegeben, dass dieser Film aus dem Wettbewerb rausgeworfen werden sollte. Darüber wurde gar nicht gesprochen. Und ach man, 4, 5 Pressekonferenzen und so. Und dann kam plötzlich einer aus der Jury, der ja nichts sagen durfte, weil wenn man in der Jury war oder ist bei der Berlinale, darf man kein Statement abgeben. Die konnten sich auch nicht, die konnten nichts dazu sagen. Jeden Tag Pressekonferenz, jeden Tag 1000 Menschen, die rauskriegen wollen, was war da eigentlich. Da wurden immer von Dr. Bauer, das war der Chef, und Schmieding, war der Pressechef, toller Journalist eigentlich. So. Und die haben immer gesagt, glauben Sie denen nicht, die lügen und so. Und da kommt dann einer aus der Jury, Dusan Makavejev, ein jugoslawischer, toller Regisseur übrigens, und erscheint und sagt, es war leider so, ich darf jetzt reden, weil ich bin aus der Jury ausgetreten. Und da ist die Berlinale kaputt gegangen. Warum? Weil die Regisseure des Festivals, die aus aller Herren Länder gekommen waren, ja, um ihre Filme zu zeigen, ihre Filme zurückgezogen haben. Und haben gesagt, wenn wir hier so verarscht werden von dem Jurypräsidenten und was viel schlimmer ist, weil der Jurypräsident als Amerikaner, der durfte, finde ich, der durfte den Film hassen. Ja, aber die Leiter der Berlinale durften nicht so lügen. Die haben sich gedacht, wir brauchen das höchstens noch eine Woche durchzuhalten. Dann kräht kein Hahn mehr danach. Dann gibt es einen Berlinale-Sieger, Goldenen Bären, und alles andere ist vergessen, und das waren sowieso lauter PR-Aktionen von den Verhöfen. So, das war die Idee. Und die Regisseure übrigens auch, Herr Fassbinder, haben ihre Filme zurückgezogen. Und dann hatten die keine Filme mehr. Ist klar, dass das Festival dann zu Ende ist. Was wirst du zeigen, wenn du keine Filme hast? Ja, wahrlich ein Stück Geschichte, Filmgeschichte im besten Sinne. Ja, und die Leute kannte ich ja gar nicht. Und die kannten mich auch nicht. Und mit dem Fassbinder habe ich mich sowieso nicht vertragen. Also, aber er hat seinen Film zurückgezogen. Das ist schon toll. Ja. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Ich wollte noch bei einem anderen Film. Kleine Sekunde, die Dame war zuerst. Der Film, von den Sie da erwähnt haben, der schon gelaufen ist. Das Schreckliche Mädchen oder Semmelweis? Semmelweis. Da wollte ich Ihnen auch noch ein Kompliment machen, weil ich fand den also ganz großartig. In jeder Hinsicht großartig. Und ich habe nicht gewusst, wer den Semmelweis spielt. Mhm. Ich habe das erst zu Hause dann gesehen. Ich denke mal, wer ist denn dieser? Der war wirklich großartig. Es war 86 und da war der Heiner Lauterbach noch nicht so bekannt, ne? Nicht so berühmt. Wie kamen Sie dann auf ihn? Ach, man kennt sich in der Branche, ja. Ja. Die richtigen Kopfmaße. Ja, auf jeden Fall. Nein, er ist wunderbar. Mich würde noch interessieren, weil Sie vorhin berichtet hatten, so sie wurden, also einerseits gab es den Vorwurf der Nestbeschmutzung vielleicht, ja, zum Teil, und andererseits das sich lustig machen, also dann auf der anderen Seite. Haben Sie dann den Eindruck, dass es überhaupt möglich ist, bei einem Film, der eigentlich alle betrifft, die sich den angucken, solchen Vorwürfen irgendwie zu entgehen, oder ist das grundsätzlich gar nicht möglich? Und also ich glaube, je aufrichtiger ein Thema, das alle Leute beschäftigt, ja, gemacht ist, einfach so, wie ich das sehe, so, dann wird es immer schwierig sein, dass eine große Anzahl von Menschen auch sagt, ja, gehe ich mit. Das kann nicht sein, weil doch jeder
einfach einen anderen Erlebnishorizont hat, auch eine andere Grundeinstellung und so. Und das beste Beispiel ist für mich der Film Die Weiße Rose, so 79 geschrieben, 80 gedreht und dann 82 ins Kino gekommen. Der wurde von den Förderungen, Sie wissen ja, dass wir alle auf Förderung angewiesen sind, ja, wurde von den Förderungen 5-mal abgelehnt. Kann man heute, versteht heute kein Mensch mehr. Ja? Aber das hat halt noch die Leute erschreckt, möchte ich fast sagen. Erschreckt, dass man diesen jungen Studenten das antut, was, ja, was man ihnen dann antut, obwohl sie doch nur gutwillige und übrigens auch kluge, verantwortungsvolle Menschen waren. So, da hat man mir übel genommen, dass ich so eine Geschichte erzählen will, weil da mussten viele mussten sich da ducken und sagen, ja, stimmt, haben wir ganz, ganz falsch gelebt in diesen Jahren und so. Und aber die Ablehnungen waren natürlich nie, ja, weil wir wollen das nicht und so. Nein, die Ablehnung war immer, da geht ja niemand rein. Es ist ja eine Wirtschaftsförderung. Ja. Das war der erfolgreichste deutsche Film in dem Jahr, 82. Das konnte man nicht wissen. Ja, weil es war auch ein Film, wo ganz viele junge Leute reingegangen sind. Sogar von den Schulen so reingepresst. Ja. Gibt fast niemanden, der dem Film entgehen konnte. Und das war die Entdeckung von zum einen Lena Stolze von Lena und Stolz. Von Ulrich Tukur. Ja. Ja, Tukur, mein Gott, ja. Nein, und ich wollte eigentlich nicht, dass die Sophie Scholl aussieht wie die Sophie Scholl und der Hans wie der Hans, weil ich gesagt habe, ist ja ein Film, das sind Schauspieler, denen geht's gut. Die werden nicht enthauptet am Schluss. Ja? Und Martin Benrath, ein ganz wunderbarer Schauspieler und so. Und dann wollte ich, dass die Sophie eher blond ist oder so. Jetzt habe ich aber, weil ich immer wieder abgelehnt wurde, und da wollte ich in die nächste Förderung wieder reingehen, ja, muss man aber einen Aljut abliefern. Das heißt, es muss ein ganz anderes Drehbuch sein. Sonst kommst du gar nicht, sonst schauen die es gar nicht an. Die machen das gar nicht auf, ja. Und wir sind 5-mal abgelehnt, können Sie sich vorstellen, wie viele verschiedene Fassungen wir gemacht haben, ohne allerdings das Gesicht zu verlieren. Also wir haben nicht irgendwie nachgegeben oder so. Aber jedenfalls in der Zeit, wo wir wieder was Neues aufbauen mussten, habe ich eine sehr enge Freundschaft entwickeln können mit den Familien der Weißen Rose. Ja? Schmorell, Scholl, Probst und so. Die haben ja überlebt, die Geschwister, die es da gab. Und die Eltern, tragischerweise, weil die das dann miterleben mussten, wie man die Kinder so gemein ums Leben gebracht hat und so weiter. Und die wollten erst überhaupt nicht. Die haben mich ja abgelehnt erstmal. Und nicht nur mich, auch der Schlöndorff wollte mal einen Film machen über die Weiße Rose. Auch noch andere. Und dann haben sie aber gesehen, der gibt gar nicht auf, ja, da können wir ja mal reden und so. Und dann haben wir gesehen, wir verstehen uns und ich will das so darstellen, wie es wahrscheinlich gewesen ist. Und die können mir mehr erzählen als ein Geschichtsbuch. Und da habe ich auch festgestellt, das stimmt ja gar nicht, was in den Geschichtsbüchern steht. Und die Geschichtsbücher von verschiedenen Verlagen kannst du nebeneinander legen, selber drin. Weil da schreibt einer vom anderen ab, er war ja auch nicht dabei. Also muss es ja irgendwoher haben. Ja? Und dann habe ich so viel Neues erfahren, auch dass das mit dem Werfen der Flugblätter gar kein Werfen war, sondern eine Panne und so. Und ich hätte natürlich das, weil ich fand ja auch das ein tolles Bild, werfen die Flugblätter, ja, so. Ja, die haben die auf das Geländer gelegt und, ja, und dagegen sind gestoßen. Angestoßen. Und so habe ich es halt von der älteren Schwester von Hans und Sophie erfahren. Da habe ich das natürlich gemacht. Aber nachdem ich dann doch von dem, was in den Schulbüchern stand und was die Leute so wussten, sehr stark abgewichen bin, habe ich gedacht, es wäre jetzt falsch, wenn ich eine blonde Sophie da mache. Dann sagen die, na, ist ja alles künstlerische Freiheit oder sowas, ne? Und dann habe ich
gesucht. Und meine Frau, die Senta, hat am Burgtheater in Wien ein Molière gespielt. Und da hat sie eine Tochter, und das ist die Lena Stolze. Und die hat mir immer gesagt, du musst sie dir anschauen. Sie, wirklich. Erstens ist sie großartig und sie ist eine Theaterschauspielerin, mit der kannst du auch arbeiten. Ja? Und sie hat eine solche Ähnlichkeit mit der Sophia gesagt und deswegen spielt sie die Rolle nicht. So. Dann hat sich das aber gedreht wieder, ja, weil ich dann auf Identität aus war und dann bin ich nach Wien, habe mir das angeschaut und so. Und dann hat sie das gespielt und sie war wirklich toll. Ja. Und die hat dann auch das schreckliche Mädchen gespielt. Ja. Das hat auch jetzt wieder in Let's Go bei mir gespielt, aber eine kleinere Rolle. Also, da war halt nichts für sie. Ne? Ich wollte sie aber dabei haben. Das schreckliche Mädchen war ja dann sogar Oscar nominiert. Also ein richtig großer internationaler Erfolg dann auch. Hat sie das verwundert? Oder, Ja, Gott, das verwundert einen, wenn man plötzlich im Oscar-Rennen ist. Das schon alleine, ne? Auch weil es so ein deutsches Thema war, gefühlt. Ja. Also. Ja, wir haben einen interessanten Preis bekommen, das ist der New Yorker Kritikerpreis. Ja? Und den habe ich von einer ziemlich bekannten Frau bekommen, nämlich von der Madonna. Die hat mir das übergeben. Weil die Amerikaner haben gesagt, das ist ein schreckliches Bild. Die muss dir das geben. Großartig. Ich kann sie hier nicht weglassen, ohne sie zu fragen. 50 Jahre Sentana sind vorbei, aber es ist ja nicht das Ende. Gibt es denn schon ein neues Projekt? Ja, natürlich. Also erstens mal habe ich mich jetzt eingeklinkt als Produzent, als Co-Produzent bei einem Film, den der Simon macht. Das ist ein sehr aktuelles Ding, weil das ist so eine Familienkomödie, ja, wo die Frau, die spielt dann, also die Mutter eigentlich, ja, haben auch Kinder, die spielt dann die Senta, also ist richtig Familie. Die wie damals bei Ihnen. Ja, der Sohn auch, ja. Führt Regie über das Elternteil. Und die sagt, man muss was tun. Ja, jetzt. Und die beschließt, sie sollen einen Flüchtling aufnehmen in die Familie. Wo natürlich die Familie erstmal also alles andere als begeistert ist. Und es wird dann auch schwierig. Es ist wirklich, es ist auch zum Lachen, aber es ist auch zum Weinen. Ja. Und da hat er jetzt gerade die erste Fassung geschrieben. Und ich bin nur Co-Produzent, weil er hat durch diese Männerherzen-Filme, die ja also geradezu schrecklich erfolgreich waren, Ja, weil man dann denkt, die Bäume wachsen in den Himmel, das ist ja nicht so. Das kann schon wieder ganz anders kommen, ne? Das ist so. Und ja, und da hat er die Produzenten halt zuerst angesprochen. Ich habe nicht gesagt, ach so, oh, die sprichst du an. Nein, ich habe gar nichts gesagt. Aber ich habe mich dann gefreut, wie er gesagt hat, ich soll mitproduzieren. Das ist jetzt unser nächstes Projekt. Wir sind sehr froh, dass es weiterhin Filme aus dem Hause Verhoeven geben wird. Ja, und sage ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Einblicke, die Sie uns heute Abend beschert haben. Michael, vielen Dank. Jetzt ist es aber auch schon ziemlich, es ist Mitternacht, Dr. Schweitzer. Ich möchte Sie noch, bevor Sie gehen, darauf hinweisen, es gibt zwei wunderbare Gäste noch in den nächsten Tagen. Lutz Dambeck wird am Sonntag hier sein mit einem Film im Rahmen unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und das passt ganz wunderbar auch zu heute, denn er hat einen Dokumentarfilm gedreht, Overgames, mit dem Ausgangspunkt Blacky Fuchsberger, sagt in einer Talkshow, all diese deutschen Game-Shows im Fernsehen, die sind von den Amerikanern in Psychiatrien entwickelt worden zur Umerziehung der Deutschen. Und das versucht er dann innerhalb der nächsten 2,5 Stunden zu belegen. Das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Er kommt am Sonntag um 19 Uhr. Und nächste Woche Donnerstag wird Katja Riemann zu Gast sein. Das haben Sie sicher schon gesehen. Ich finde übrigens toll, was dieses Filminstitut leistet. Oh. Das ist großartig. Ja. Das hat es ja früher gar nicht gegeben, ein Filmmuseum. So. Wir haben allerdings in München auch ein gutes. Das kann man nur so sagen. Nochmal herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause und hoffentlich bis bald wieder. Schönen Dank. Er hat mir gute Stichworte vorgegeben. Nur so gut wie Sie waren. Okay, danke, also kommen Ihnen Sie gut heim. Tschüss.